Hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Stardew Valley. Mit dabei habe ich natürlich wie immer Flo. Hallo. In der letzten Folge hatten wir unser wunderschönes Blumenfest, wo ich mal wieder sitzen gelassen wurde für Abigail. Ich habe schön getanzt. Ich bin ein bisschen traurig, aber das geht schon. Morgen wird es regnen. Okay. Die Gäste sind Schon heute sehr wieder? glücklich. Ernsthaft jetzt? Eigentlich müsste man heute in die Mine. Mina, Mina, Mina. Mina, Mina. Eigentlich will ich das nicht angleichen, weil der Stall Ja. kleiner ist als der andere. Mensch, Mensch, Mensch. So. Hier ziehen wir das natürlich nur zwei. Nee, ein weniger rüber, weil hier kommt noch ein Zaun lang. Das heißt, das muss wieder weg. Okay, so was habe ich denn jetzt hier? Was kann ich denn wegmachen? Das kann ich wegmachen. Das kann ich Aber dann wegmachen. müsste das eigentlich noch ein weniger sein, weil ich da ja noch einen Rand lang ziehen will. Oh Mann. Wollen wir schauen, dass ich erstmal meine Tiere füttern gehe? Ne? Ach Quatsch, nö. Erstmal alles ordentlich zu Ende bauen hier. Das nennt man Prioritäten setzen. Ah. So. Dann bauen wir. Nee, warte mal. Nein, 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 nein. Warte mal. Hier das nochmal weg, weil dann laufen wir nämlich nochmal einen Stein runter. Und dann laufen wir hier einmal kurz mit der Sichel lang, weil wir ansonsten ja nichts platzieren können. Und dann setzen wir hier den Rand. Oh, das klang gerade echt witzig. Kann daraus irgendwer ein Typebeat machen? Würde ich witzig finden. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie viel ich noch brauche. Verdammte Axt. So, hier kommt der Zaun noch lang. Das heißt, ich muss die Reihe hier wieder abbauen. Gerade so, was ich ihn verkaufen kann. Cool. Ah, das finde ich schön. Das sieht schön aus. Das ist schön. Und ich würde ganz gern nach hier außen auch einen freilassen. Also hier hinsetzen. Das heißt, ich brauche noch drei, vier, vier, ne? Eins, zwei, drei, vier. Vier müsste passen. Wow, Nee, sieht ja schön aus, ja. es wär nur drei gewesen. Aber Nimm so den viel Baum Platz da brauchst weg. du hier? Nö. Absolut nicht. Sehr wahrscheinlich brauche ich es nicht, aber es sieht schön aus. Ja. So, eins, zwei, drei, nochmal davon. Schön. Ja, doch, ja, so gefällt mir das. Und dann gucken wir gleich, dass wir die ganzen Gerätschaften jetzt hier irgendwie drumherum platzieren. Also ich hoffe, wir haben irgendwann einen coolen Schuppen. Ja. So. Jetzt habe ich die Eier hier nicht oben. Sag mal, kann ich jetzt meine Tastatur nicht mehr treffen oder was ist los hier? Mo, mich auch. Ricarda mag mich nicht. Die mögen mich alle nicht. Warum mögen die mich nicht? Weil du denen wahrscheinlich kein Futter gegeben hast. Die haben Futter. Ich habe ihnen eben gerade Futter hingelegt. Okay. Ja, hast du es wahrscheinlich einmal vergessen. Nee, ich habe eigentlich gestern habe ich denen, glaube ich, auch Futter gegeben gehabt.
was. So, meine Kühe dürfen jetzt auch mal draußen grasen. Dann gehen wir den Baum hier fällen. Das ist halt so cool, dann kann ich die Bäume direkt nämlich hier entlang anpflanzen. Das ist nämlich das, was ich will. Dass die da am Rand groß werden. Weil die da am wenigsten Platz wegnehmen. Aber ich kann da halt eben Bäume anpflanzen. Es ist so dämlich. Es ist so dämlich, dass der darüber fällt. Das ist so dämlich. Jetzt komme ich an das Holz da oben nicht. Oh mein Gott, das ist so buggy. Deine Erdbeeren sind fertig. Ja, cool. Das freut mich für meine Erdbeeren. Pam ist da, Pam ist da. Oh Gott. Ja, jetzt musst du kurz 3 Sekunden auf mich warten. Ja, ich gehe noch sowieso zum Museum. Um was zu stiften. Nee, warte. Aber sieht nicht so, als ob du irgendwas Spezielles hast. Dankeschön dafür. So, dann können da jetzt nämlich die Bäume ranwachsen. So, was habe ich denn jetzt noch an Gerätschaften hier drin? Das habe ich noch, das habe ich noch. So, ich warte auf dich, ne? Ja, ja, ich bin sofort da. Dann baue ich hier hinten so Fässer und so hin. Ich glaube, bis 15 Uhr ist sie da. Ich laufe, ich renne. Den Rest mache ich dann später. Ich laufe und ich renne. Ich laufe und ich renne. Ich bin sofort da. Sofort bin ich da. Ein Ticket kaufen. Ja. Oh Gott, die hat sich zugemacht. Bevor du reingegangen bist, ist die Tür zugegangen. Hä, sieht nice aus. Ah. Man kennt Zitronenkern im Wasser. Nice, sieht das hier aus. Kann ich das fällen? Okay, ich war schon mal hier, ne? Kann man das auffällen? Nee. Wow, es ist Holz. Wow, Holz. Ich habe eigentlich auch gedacht, ich krieg irgendwie so besonderes Holz oder so. Kannst du die mit einer Sichel abhauen? Nee, kannst du nicht. Ein Kunde? Nee, kannst du auch nicht. Oasis! Hi, willkommen in Sandys Oase. Hey, du siehst aber, du siehst wie der neue Hofbesitzer aus, der den Emily, über den Emily geschrieben hat. Achso, sorry. Dann funktioniert die Buslinie richtig, Sterntautal wieder. Richtung! Ja, ich bin so froh. Ich muss es echt abgewöhnen, dich zu korrigieren, wenn du vorliest, ne? Weißt du, ich muss in meinem Kopf auch immer an Dings denken, ne? Wer ist er denn? Türsteher. Wenn du rangehst, dann bist du tot. Red mit mir! Das hier ist nur für Mitgliederkind. Jetzt hau ab. Oha. Rote Beete-Saat. Oh, jetzt kann ich ihn nicht mehr ansprechen. Upsi. Rote Beete, ja, brauche ich. Kaktus, Rhabarber, Sternfrucht haben wir aber schon. Wächst im Herbst, her damit. Habe ich auch schon gedacht. Ich kaufe mal so 80, 90 Stück, 100. Ja, vor allem die kosten halt auch nur 20. Ja, deswegen hat man jetzt 130 genommen. Gut, danke, tschüss. So, jetzt kann sie erstmal wieder ihre Mieten bezahlen. Kaktussaat kann nur drinnen gepflanzt werden. Ja. Ein T-Shirt? Kleidung, ein tragbares T-Shirt. Kaktusaufkleber, großer grüner Teppich. Oh, ich habe ja ein Faible für große grüne Teppiche. Oh nein. Oh, ich mag den. Ich hab den auch schon gekauft. So, was verkaufst du? Tippi Hot Totem Wüste. Artefakt. Achso, er tauscht. Achso, er tauscht nur. Oh, hier. Betty, komm mal her zu diesem Typ da hier. Der tauscht hier wie diese Villager von Minecraft. Und das auch noch in der Wüste. Witziger All. Für das und das kriegt man das. Gegen 5 Geoden, 3 Geoden, Smaragd, Rubin, Diamant. Megabombe, Bombe, Käse, Teleport-Totem-Rezept, Schmetterlingsstall. Oh, ich will einen Schmetterlingsstall. Ich habe sogar 200 Flügel.
Grüner Turban, magischer Turban, was macht der? Er schimmert vor prismatischer Energie. 333 Geoden. Birkendoppelbett benötigt Perle. Oh Mann, das Birkenbett ist voll schön. Kommst du mit? Wo ja. bist du? Wo willst du hin? Hier hinten. Da ist eine Höhle. Ja. Und da geht's halt den Schlüssel? Weiter. Ja, ach, das ist der Schlüssel. Ich sag doch, den brauchen wir gar nicht im Pelikan. Oh mein Gott. Oh, pass auf. Achso, du bist doch gar nicht da bei mir. Er passt perfekt. Ja, rein da. Rein da. Oh lol, ich hab nichts zu essen beinahe. Weiß ich auch nicht. Ich bin gleich tot. Aber... Okay, wieso kann ich die? Schnell. Wieso kann ich die mehr? Wieso? Warum kann ich die? Ich kann dir die Mayo anbieten, aber ich kann sie nicht essen. Aber ich kann das Ei essen. Ach, man kann keine Mayo essen. Oh mein Gott. Okay, lass uns schnell raus hier wieder, wenn ich den mal besiegt habe hier. Okay, let's go. Ach, aber zurück, warum zurück. Raus? Ja, hallo, weißt du, wie viel die abziehen? Ich bleib da nicht drin. Nein. Wir sollten noch mal herkommen, wenn wir genug Essen bei haben. Ja, genau. Müssen wir das Ticket eigentlich jedes Mal kaufen? Ja. Boah, double fuck. Wie uncool ist das denn? Ich warte. Oh. So. Das Coole ist, ich hol direkt wieder ein bisschen. Wir kommen hierher, Holz. Ne? So, ja. Wir kennen diesen Ort hier nicht und du baust hier erstmal die ganzen. Palm ab. Ja, ich brauche Holznachschub ab, aber wie viel Holz ich gerade verbraten habe, um das da alles schön zu machen. Weißt du, du gehst so ganz entspannend angeln. Ja, ich. Warum machst du Katzengold? Das ist dein Pferd. Ich mache das ganze Teil hier nicht kaputt. Ach, sieht auch schön aus mit komischen Erdflecken auf dem Boden. Wer braucht schon Palmen? Mir ist das Holz ins Wasser gefallen. Ja, ich habe keine Lust mehr, ich bin tiltet. Dann fahren wir zurück. Bam! Woo, bam! Wir fahren in die falsche Richtung. Thanks, bitch. So. Okay. Ich habe Narzissten aufgesammelt. Nee, es ist mir zu ruhig. Warum reden wir jetzt hier schwer nicht? Das, weiß ich nicht. Manchmal haben wir einfach, wir haben manchmal kann. So random dumme, leise Momente, ne? Aber halt ja. auch so dämlich leise. So ich weiß nicht, was ich sagen wollte. So, erstmal hier so alles so ein bisschen schön hier gucken, was ich hier machen kann. Ah! So. Sass. Guck mal, ich stelle hier jetzt 5 hin, weil die 5 passen da nämlich richtig schön. Und dann stellen wir hier vor, nämlich die 3 Fässer hin. Schön! Schön! Ja! Ja. Cool! Wow! Okay, ich Look gehe how beautiful mal. It is! So, der Teppich kommt hier weg oder kommt mal hier hin? Kann ich mein Inventar jetzt noch leer räumen? Ah, ist ja schon wieder um 1. Was ist denn hier los? Wow, was für ein schöner Teppich. Oh. So, das kommt damit rein, das kommt damit rein. Und der Rest kommt hier rüber. Saaten, Harz, Holz. Oh, das stimmt, die Vogelscheuche habe ich auch. Saaten, Harz, Holz. Okay. Also von mir aus können wir schlafen gehen. Mhm. Aber wir reizen momentan aber die Tage sehr aus, ne? Ja, muss ich aber auch sagen. Gut. Ab ins Bett. Oh mein Gott, ab ins Bett! Ja, es ist 1:40 Uhr. Du bist sehr, sehr nah dran. Okay, let's go. So. Oh, keine Errungenschaften. Toll. Auch nur 7000 heute gemacht.
1200, aber ich habe auch nicht viel verkauft. Okay, ich habe 7500, aber Wir trotzdem sind wieder. fast durch mit dem Frühling. Morgen ist letzter Frühlingstag und es Boah. regnet. Weißt du, was wir machen könnten? Wieder dahin fahren und rein in die Mine. Und wir sind schon wieder nicht. Warte mal. Wie ich sehe, hast du die Schädelhöhle betreten. Gut gemacht. Ich habe eine weitere Herausforderung für dich, Kind. Mann. Ich schaffe es mindestens 25 Ebenen tief. Ich habe ein Bergtaler für dich, falls du es schaffst. Dein Freund Mr. Key, wer auch immer Mr. Key ist. Ich weiß es nicht. Hier, wo, du hast es ja gerade eben gesagt, ne? Ja. Was ist jetzt denn hier los? Also, wir sind immer. Warum sind wir denn nicht gerade so. Gerade mit der Zahl. Wir haben jetzt den 27. Und nächsten Ja, Tag und 18 morgen? kommt dann den ersten wieder. Hä? Hä? Wo sind wir jetzt schon wieder abgerutscht? Eigentlich gar nicht. Lol, das macht gar keinen Sinn. Irgendwie nicht. Stimmt, wir sind schon wieder unregelmäßig jetzt. Aber da Och kann ja wieder nee, irgendwas nicht stimmen. Flo. What did we do again? Warum haben wir jetzt schon wieder so reingekackt? Aber da Oh kann, da Mann, kann Mann, nichts, da kann Mann. nichts schief gelaufen sein. Wir haben alles regulär gemacht. 2 Nächte, Ja. fertig. Deswegen, das kann ich mir nicht vorstellen, was jetzt hier Ich abgeht. mir auch nicht. Aber wir hatten auch nirgendwo jetzt irgendwie besonders kurze Tage oder so. Ach nee, warte, ich habe mein Hau-Ding verloren, vergessen. So. Dich brauche ich. Fick dich. Hau ab, meinte ich. Hey, hey! Ja, die Ente wollte nicht weg, sorry. So. Oh, Ich Leute, mag ich meine kann da Hände. jetzt 3 Felder auf einmal anlegen. Ich mag meine Tiere. Nee, das Feld da oben soll nicht. So, hier. So, und jetzt von hier an immer 3 Felder durch. Das ist ganz cool. Dann kann ich jetzt nämlich schon mal anfangen, Vorbereitungen hier zu machen, dafür, dass wir jetzt bald Sommer haben. Ja. Ob das denn so wichtig ist? Ja, ich habe ja gesagt, ich baue mein ganzes Feld um. Ich muss jetzt halt nur gucken, dass ich die Sprinkler ordentlich setze und während ich die Sprinkler ordentlich setze, dass ich dann auch noch regelmäßig irgendwo dazwischen Vogelscheuchen setze. Gesundheit? Nee, na, alles gut. So, dann setzen wir hier ein, da ein, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dann kommen die dann nämlich auch schon mal weg. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hinkommt mit dem Weg. Das nervt mich jetzt. Das muss ich jetzt einmal abzählen. Ansonsten haben wir hier ein Problem miteinander. So, warte mal. Na, neuner Umfeld drumherum. Nee, warte mal. Wie viel machen die Sprengler? Doch immer ein Feld um die herum, ne? Ja. Bewässert jeden Morgen 8 Felder um sich herum. Ja, genau. Also 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das heißt, ich habe hier ein Feld zu viel. Dann kommt das nämlich weg. Und dann bauen wir dann nämlich auch nochmal so einen schönen Holzweg lang wieder.
Ja! Oh, smart, mate. Cool. So machen wir das. Das finde ich eine grandiose Idee. Oder wir bauen da halt nochmal einen Dings lang, ne? Einen Zaun. Aber ich glaube, ich will da keinen Zaun lang bauen. Ja, Ich klar. brauche Stein. Äffst du mich jetzt schon wieder nach? Nein. Nö, nö, machst du nicht, ne? Nein. 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 So, und Ich doch hier nicht. runter bauen wir dann wieder so. Oh, das ist so gut. So? Wieso? Es macht nur noch überhaupt gar keinen Sinn, dass ich die Felder hier gerade so großzügig anlege. Ich meine, jetzt sind die bewässert, aber die sind ja durchliegend, also durchgehend bewässert. Die gehen ja dann nicht wieder weg. Die gehen ja nur weg, wenn sie nicht bewässert sind, richtig? Glaube ich schon, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nämlich auch. So, dann haben wir jetzt hier nämlich 1, 1, 2, 3, da wo der sitzt. Das ist ganz gut. Dann können dann nämlich meine Dings am Leben bleiben. Eins, zwei, dann da drunter, hier drunter, hier drunter, hier ein hin. Oh mein Gott, das ist gerade so viel Planung. Ja, Eigentlich ich ist es muss auch mal richtig gucken, wie ich das ätzend. jetzt hier mache. Also, wenn du hier schon den ganzen Harz und das alles so hinmachst, ne, dann möchte ich aber auch, dass du das dann irgendwie auch aufsammelst. Was ist das hier eigentlich für eine Blume? Warum ist die da? Was machst du? Ist mir egal, geh weg. Ich will dich nicht haben. Und dann könnte ich jetzt noch weiter runterbauen, was wir jetzt auch machen. Oder brauche ich aber noch eine My Menge Sprenkler? coconuts, my coconuts. Da brauchen wir noch eine Menge Sprenkler. Okay. Wir haben wirklich irgendwas falsch gemacht, ne? Ich bin mir nicht sicher. Betty, ich weiß es nicht. Schlag mich nicht, nein. Als ob ich das tun würde, hä? Ja, machst du, nein. Dann hätte ich dich ja gestern grün und blau verprügeln müssen. Ja. Komm her, los. Dann beef doch Wir sehen mit uns ja mir. sowieso Freitag, also. Ach, was das angeht, So. Florian. Also was das angeht übrigens, ne? Ja, er kommt schon früher. Ey, ich würde so einen reinhauen, ne? Nee, also bis jetzt ist eigentlich kein Problem, was das angeht. Termin. Nee, den habe ich nicht. Ja, ich weiß. So, reicht das jetzt genau? Kommt das jetzt genau? Eins, zwei, drei. Oh mein Gott, ich habe so gut abgezählt. Es kommt einfach genau hin. Ich bin Glückwunsch. so ein G, ey. JYP. Ich muss mehr Sprinkler bauen. And the Wonder Girls. Back. Ich muss halt nur gucken, dass ich irgendwo hier zwischen jetzt halt noch Vogelscheuchen setze. Aber eigentlich brauche ich die auch gar nicht dazwischen setzen. Das reicht doch auch, wenn ich die Safe daneben setze, oder? Was willst du machen? Vogelscheuchen. Ja, eigentlich kannst du die auch daneben setzen. Die haben ja einen großen Radius, was das angeht. Also wenn du da und da an der anderen Seite, wenn du welche hinmachst, dann reicht das ja. Ja, sehr gut. Ah, hast du abgetimt? Schön für dich, ne? So. So. Inventar ist voll, verdammt. Und dann setzen wir hier oben dann noch so zwei Stück hin. So zwischen die Wege. Und dann müsste das eigentlich passen.
Nach unten hin können wir ja nicht. Hier ist ja kein Platz mehr. Doch, hier ist auch noch einer frei. Ja, dann setzen wir die nach unten. Hä? Ich verstehe das Problem nicht. Man kann da oben Amethysten. nämlich in Ruhe der Zaun langlaufen. So, hier dann. Und dann müsste ich ja daneben regulär Felder anlegen können. Oh, es ist doch die gleiche Höhe. Na, schade, aber Irgendwie gehen die Tage ganz schön schnell vorbei. Wollen wir denn den 28. hier mit rüber? Ich habe einen Herzmoment mit Sebastian? Mit Shane? aber wir sind schon bei, also wir sind jetzt halt gerade schon bei 25 Minuten. Wenn wir da jetzt noch einen Tag ranhängen, ist halt für ein bisschen viel. So spät noch auf. Ja. Hier ein kühles Bier. Puh, Leben. Oh Gott. Also wir haben jetzt so Riesenfelder, also ich habe jetzt so Warte. Riesenfelder, da lässt sich mehr als Warte, genug warte. anpflanzen. Warte. Du hast du jemals das Gefühl, dass du bei jeglicher Vorhaben einfach nur scheitern wirst? Als würdest du in irgendeiner Eldenlehren so tief feststecken, dass du nie wieder rauskommen könntest? Oh Gott, Shane. Der Arme ist ja Egal wie voll sehr ich depressiv. mich, egal wie ich mich anstrenge, ich habe das Gefühl, ich bin nicht stark genug, aus diesem Loch zu klettern. Er ist wirklich voll depressiv. Oh Gott. Jetzt. Hey, ein Schillertrinker. Ein Mann, ganz nach meinem Herzen. What the fuck? Mach es dir nicht zur Gewohnheit. Du hast immer noch eine Zukunft vor dir. Oh. Meine Leber fehlt. Was? Meine Leber fleht mich an, aufzuhören. Lassen wir es für heute gut sein. Man sieht sich, Florian. Oh, jetzt struggle ich gerade so ein bisschen. Digga, der ist einfach ein Alkoholiker. Ja. Ich bin besoffen. Toll. Oh, wow. Ich bin geschwipst. Minus 1 Geschwindigkeit. Willst du mich verarschen? Oh. Aber das wissen wir doch. Ja. Ich weiß. Ah, ich glaube, warte mal. Ich weiß, was ich mache. Ich komme mit Alex zusammen, ne? Dann streite ich mich mit ihnen und dann komme ich mit Shane zusammen. So machen wir das. Ich habe bisher noch nie jemanden. Die Ehe beendet oder so. Käse ist fertig, Käse ist fertig. Oh Sonst komme lol, war ich. ich heute überhaupt bei meinen Tieren? Betty. Ja, war ich. Sag mal, geh doch hier ran, da. Oh, es ist Nulle. Wir sollten ins Bett. Ja? Bin sofort da. Ich skippe nachher die Folgen durch. Ich finde da den Fehler, glaub mal. Ja? Irgendwo werden wir was falsch gemacht haben. Mach dich nicht verrückt. Das sind doch nur Folgen. Nein. Eigentlich ist es auch so egal. Aber es triggert mich, wenn wir halt gerade anfangen und ungerade enden. Weil wir dann halt einfach jahreszeitenübergreifend spielen. Das ist halt blöd. Was sind halt 28? Also, das ist halt 1, 2, dann müsstest du enden bei 27, 28. Wenn du mit 1 und 2 anfängst, dann musst du doch bei 27, 28 enden. Was ist da passiert? Weiß ich nicht. Oh Mann, ey. Ich liege übrigens im Bett. Ich warte auf dich. Ja. Oh, die Katze ist direkt vor meiner Haustür. Jetzt kommst du nicht in deine Wohnung. Doch, jetzt so. Dann machst du es auch Ja, an der Stelle, ne? Wie viel Geld habe genau. ich eingenommen? 1.950. Süß. Ja gut, dann Elftausend. vielen lieben Dank fürs Zusehen. 11.000? Ja. Lol, wo ist das ganze Geld her? Ich habe ja die Hofarbeit jetzt hier. Was? Ah, nee, Käse 483. Ist ja auch Nee. egal.
Jedenfalls, okay. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Schaut auch gerne bei Flo vorbei. Na, checkt bei mir alles ab. Wir sehen uns sehr gerne auch in der nächsten Folge von Stardew Valley. Und bis dahin sagen wir beide dann erstmal tschüss. Tschüss.